Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von SPPP, SPs Passantenprügelei, wieder zusammen mit Richie. Hi! Hallo! Diesmal nicht über Skype, sondern der sitzt heute neben mir, der Olle. Hallo Olle. Na hallo, ich bin der Olle. So, wieder mal Kampf gegen einen Namen, den ich nicht lesen kann. Mr. Korea Guy. Der Korea Guy, nennen wir ihn einfach mal, also Sir Korea. Also wenn ihr wisst, was für Zeichen das jetzt sind, ob das chinesische, koreanische, thailändische oder whatever ist. Ich glaube, er heißt Kim Jong-un. Okay. Oder? Okay. Ja, okay. Kim Jong-un. Also, gut. Kim Jong-un gegen Tari. Ja, das ging. Das ist er. Okay, er hat dabei ein Turtok, ein Phoenixis, ein Fiaro, mal wieder, ein Klavion, Lucario und ein Lapras. Jo, auch hier wieder, wie in den letzten Kämpfen, gleich zwei Kandidaten, die eine Mega-Entwicklung können. Turtok und Lucario. Und ich tippe mal auf Turtok. Du tippst auf Turtok? Ich weiß nicht, auf was ich tippen soll. Du kennst das Video auch. Gut, vor was ich Angst hatte, war natürlich Fiaro, weil es OP ist, wie man vielleicht gesehen hat in den letzten Videos. Deshalb habe auch ich eins dabei. Denn mein Team besteht diesmal aus Voltula. Na gut, was heißt diesmal? Ich hatte schon öfters dabei. Einige Male. Pandya habe ich dabei. Ich glaube, das ist auch absolut OP. Absolut, also das ist mit Abstand eins der stärksten Pokémon, die nicht legendär sind. Guckt euch die Werte an. Ja. Absolut Premium. Die sagen alles. Gut, ansonsten habe ich noch einen Wummer dabei, was mir sehr gut gefällt, weil es einfach eine Riesenschere als Kanonenarm hat. Und natürlich Fiaro Viscogon, weil es super gut ist. Meine Katze miaut gerade rum, aber das ist egal. Das gut. Stört uns jetzt nicht weiter. Gut, und wir haben noch einen Wischu dabei, also wir, tun. Gut, starten wir mal das Video, oder? Ja. Fangen wir an! Schau mal, wie Let's läuft. Battle! Yo. Schwarzer Bildschirm? Okay, jetzt geht's los. Yo. Gegen Kim Jong, ne? Kim Jong-un fängt mit Lapras an. Ich hab mit Lapras ja nur schlechte Erfahrungen gemacht, also von meinem eigenen her. Ja, und er wechselt direkt aus, weil Elektro gegen Wasser ist, wie man vielleicht weiß, nicht so gut. Ja, da hat er schon mal Kampf-Pokémon reingeholt, das ist immer nicht schlecht. Ja. Aber Hauptsache, ich hab mein Klebenetz draußen und oh. Du lagst daneben, ist ein Mega Lucario. Was soll ich sagen? Vielleicht das nächste Mal. Gut, ich greife den Donner an, ich bin natürlich schneller, weil Voltuna sehr schnell ist und pam, ein Volltreffer. Und Klebenetz lag. Und da ist. Ne, als er das aufs Feld hat, lag das Klebenetz noch nicht. Das zählt nur, wenn schon lag. Genau. Ah. So. Phoenix ist auch langsamer, vor allem durch Klebenetz und der direkt wieder Donner. Halb down. Und ja. Was zur Hölle tut er jetzt? Ja, da hat er komischerweise Irrlicht gemacht. Weiß nicht genau warum. ja. Das wird Donner sehr beeinträchtigen, glaube ich. Ja, denn Verbrennung senkt die Angriffsstärke. Allerdings nur die physische Angriffsstärke und nicht die spezielle. Deshalb haut der Donner immer noch genauso rein wie vorher. Und Voltula hat damit schon den zweiten Gegner außer Gefecht gesetzt. Jetzt kommt und Klavion. Jetzt kommt Klavion. Stahl-Pokémon. Und Flug? Hat es Flug? Ne, nur Stahlfee ist das. Ach, Stahlfee. Und wieder und ein Volltreffer. Der zweite schon. Voltula haut hier ganz schön rein in dem Kampf. Ja, Voltula Sweep. Das dritte Pokémon, jetzt kommt sein Fiaro. Jetzt kommt sein Flug-Pokémon und das wird auch nicht gut ausgehen für Fiaro. Das wird er höchstwahrscheinlich nicht überleben. Nope. Das war jetzt schon das vierte. Das Feuer. Das fünfte macht ein bisschen Schaden, schon. Aber. Das fünfte? Ja, das ist was an Lapras jetzt. Wow. Das hat er jetzt auch keine Chance mehr. Also hast du nur mit Voltula gewonnen. Und er hat aufgegeben. Ja, ja. Gut. Ich glaube, da hat er nee. Auch.
Es waren doch. Vier. Er hatte Turtok nicht auf dem Feld. Stimmt. Aber das wäre auch durch den Donner draufgegangen. Ja, höchstwahrscheinlich. Schneller wäre keins gewesen wegen dem Klebenetz. Ja. Gut. Das war einfach. Ja, Voltula. Sehr starkes Pokémon, wie man vielleicht hier gesehen hat. Weil einfach ist. Gut, das war der Kampf für heute. Sehr kurz diesmal. Ja, die nächsten werden wieder länger, denke ich mal. Hoffen wir mal. Kurz, aber spektakulär. Ja, also Voltula. Das hat es vielleicht verdient. Und ein Slow Clap. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von SPs Passantenprügelei. Bis dann. Tschüss. Tüdelü.